Finde ich super. Wie geil Münzen ist. habe ich auch keine mehr. Wie cool ist das denn? Ich habe auch kein Money mehr. Und vorne starten. Wie geil. Okay, danke für den Hinweis. Jetzt passe ich umso mehr auf, dass ich nirgendwo Game Over gehe. Alter, das Game will einen doch ficken. Welcher Sadomaso Alter, Sohn das ist echt krass. muss ich jetzt nochmal gegen den. Jetzt muss ich den Geier-Level nochmal machen. Musst du da nur den Geier-Level oder alles nochmal machen? Ne, nur den Geier-Level. Ich kann bis nach oben laufen, aber ich muss den Level jetzt wahrscheinlich nochmal neu machen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Bäh. Ja, Mario. Oder so. Leiden Sie an sadistischem Selbsthass und wollen Sie Ihre Seele quälen bis in die ewige Verdammnis, haben aber keine Zeit, um auf die Hölle zu warten? Spielen Sie Mario! Entdeckt vom kranken Japaner, die kleine Schwänze haben! Bam, 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 bam. Fachkommentar dazu. Geier, du machst ja nicht einfach nur einen Boss, du musst ja noch komplett bis zu ihm hinlaufen. Muss das scheiß Level auch nochmal machen, naja. Nee, ey. Boah, Die Mann, haben es auch einfach zu, dass irgendwie. du. Hier ist noch so ein Geh Stern, einfach ja. zu, dass du fertig wirst. Ich guck mir jetzt hier die Scheiße an. What the fuck? Aber wenn du Was ist zum das denn jetzt? Geier hoch kannst, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, dann würde ich an deiner Stelle erst andere Level machen und den Geier-Level am Ende, wo du da so Ja, hinkommst. mach ich ja jetzt auch. Ja. Kann nützlich sein, weil hier kann man ja so durchrennen. Was ist das für ein Quatsch? Chase, Was ist denn das hier mit dem Hippo-Level? Ich schwimme einfach im Wasser unter den Gegnern überall durch. bei dem Hippo-Level? Ja. Ja. Das kannst du dir unglaublich leicht machen. Kannst du einfach, am Anfang in der Seifenblase bist, ne? Hältst du den Sprungknopf gedrückt und fließt einfach die ganze Zeit nach rechts, dann kommst du an. Da kann dir nichts, da passiert dir gar nichts. Ja gut, das habe ich verkackt. Ich bin im Wasser gelandet. Okay, die Hexe ist ja. Hex dich weg! Okay. Ist geschafft? Jo, ich hab's geschafft. Alter, sadistisches Spiel des Todes, ey. Wo bin ich denn jetzt? Lol, das ist ja nur eine. Was? Das ist ja nur eine. Hä? Ich habe jetzt nichts bekommen. Ich bin nur irgendwo anders auf der Map rausgekommen. Ja, mach wohl sein. Was ist denn das hier? Okay. Wir sind hier im Spielzeugland oder was? Tatsächlich. Und Zaymon kommt gleich vorbei, sagst du? Hammer geil. Knuddel dich, bis du stirbst! Knuddelattacke. Hab dich lieb. Nein! Ich bin Liebesattacke! einfach wieder alle kompletten Weg runtergefallen, ey. Ganzen Dreck nochmal machen, ey. Boah, ich hasse die Huibus oder wie die hier heißen. LOL, ne Kreissäge! Ist klar, in so einer Spielzeugfabrik erstmal eine Kreissäge reinbauen. Ja, irgendwie müssen die Spielzeuge ja fachgerecht geschnitten werden. Ja, hast du recht. Ah! Genau, wenn man da quasi in einem Jump. Ach. Was ist denn das? Okay, bist du. Was machst du mit Kreissäge? Ey, ganz im Ernst, da kannst du dir selbst einen Rosengürtel ans Bein legen. Ey, das ist nicht halb so sehr Folter wie dieses Game. Ja, einfach nur brutal. Jo, und die werden zwischendurch einfach die Steine, auf denen man laufen kann, unsichtbar, oder was? Toll. Bist du denn, dass da Steine unsichtbar werden? Ja, hier in der Pumpkin Land, in der dritten Welt davon. Ach so, das, ach ja, stimmt. Oh, ich habe die Glocke gesehen. Ich habe die Glocken gesehen. Oh Gott. Wurde geteambaggt oder was? Von einem Goomba. Nein! Oh, schafft. Erstmal voll durch Spikes geflogen. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube, Goal! Goal! Du bist auf YouTube. Hallo. Bum, 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 Geht. bum, bum. Ah, was ist das denn? Jesus. Alter, das ist die Lümmeltüte des Todes. Ja. Ah. Wow. Beide voll reingesprungen. Seifenblasen. Macht Spaß. Oh ja. Ja, ist klar. Weißt du, die Hitbox hier, ne? Ja, denk dran, hier ist blubberblasende Blasenbaby wird übelst brutal aus der Bar geboxt. Ja, das finde ich auch. Ein Teddybär, oh. Jetzt tötet er dich und beißt dir den Kopf ab.
Nee, das war. Wow! Das Kanonenschwein hat mich getötet. Voll die Kanone ins Gesicht. Das ist eine gute Idee, Mann! Das Feuer gesprungen. Ich hab nur mal lustig machen, dass man um Feuer auszuweichen auf die Kochtöpfe hüpfen muss, die über dem Feuer hängen. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Den letzten. Das ist Mario. Geht kein Wunder, dass ich Krebs kriege. Ich hab Krebs bekommen. Flieg, Mario, flieg! Oh, nee, doch nicht. Er hat einen unheilbaren Gehirntumor. Was ist passiert? Er hat in Super Mario Land 2 gespielt. Alter Mario, fieser Möb. Was ist denn das, ein Pilz? Ja, ist klar. Was ist das denn für eine... Alter. Was ist denn... LOL! Banzai Bill! Was ist denn das für ein Kack? Banzai Bill? Kanonenkugel oder was? Ja, okay, hier fahre ich irgendwie rum. Aha. Nach unten jetzt? Okay, ich muss nichts machen, das macht er von selbst. Toll. Alter, wie man echt die Sprünge nur wirklich in allerletzter Sekunde schafft. Oh, oh nein, es ist ein Besen! Banzai Bill! Ich will nicht das Schloss putzen! Putz mir ja, die genau. Schuhe. Man kann den Besen umbringen, indem man auf ihn drauf springt. Der Stiel geht einem dann ja nicht sonst wohin. Alter, voll eklig. Aber es würde auch geil, dass du mir auf den Besen drauf springst und dann so... Ja, man erhebt dann ja so die Hände hoch, so... Ich ergebe mich. Bitte nicht nochmal. Ha, nochmal, ja. Ja. Nein! Was? Bullshit! Ha, abgelenkt. Hat funktioniert. Was sind das für... Deine Mutti ab, du Sohn. Grabber-Arme hier. Peng, 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 peng. Ich will hier raus. Hier kommt man nicht raus. Hier sind Blöcke. Blöcke. Ich komme hier nicht durch. Mario kann die Welt nicht retten, weil Blöcke im Weg sind. Echt so. Nutzloses Klempner-Arschloch. Geil. Da spiele ich ja lieber mit dem Skala wieder zusammen, den ich noch nicht gerankt hatte. Du darfst nicht in die Röhren reinfallen, sonst kommst du da nicht mehr raus. Nee. Was geil ist, die geben dir, wenn du da reinfällst und nach oben springst, dann kriegst du Items. Aber du kommst ja nicht nach da oben hin, weil wenn du wieder... Ah doch, jetzt kriegt man sie. Okay. Sammelt ein Beutel, wo Mario drauf stand. Oh lol, da war noch... Ist ein schlechter Scherz. Am Ende waren einfach noch Spikes, die man so nicht sieht. Ja. Oh oh. Hexe! Ich bin in Legoland. Geil. Nein, ich bin tot. LOL! Scheiße. Der hässliche Fotze. Der erste Boss in dieser Welt tötet mich gleich. Ich finde das irgendwie unsympathisch. Meinst du der erste Gegner, oder? Ja, stimmt. Ich finde das irgendwie unsympathisch. Also ich bin auch nicht irgendwie, dass ich mich langsam vortaste. Ich springe einfach, wenn ich sterbe, ich hab Pech gehabt. Nee, weißt du, was das Problem ist? Jetzt habe ich die Hexe besiegt, aber ich habe nur ein Leben. Das heißt, wenn ich gleich wieder sterbe, kann ich gleich nochmal machen. Das ist scheiße. Was ist denn das hier? So räudig, ey, dieses Game. Wieso wird denn hier dein gesamter Spielerfolg genommen? Ja, mach doch ein Save-State einfach. Ja, ist doch scheiße, wenn du deinen ganzen Kack nochmal machen musst. Ja, dann muss ich ja überall Save-States machen, weil wenn ich Game Over bin, bin ich trotzdem... Ja, dann sagen wir einfach, du darfst am Level anfangen einen machen. Und nicht im Level, sondern nur am Anfang eines Levels. Damit du nicht immer alles von neu machen musst. Der Mario-Zone. Mensch, da bin ich auch gerade. Ich will hier wieder raus! Was ist das denn für ein Bullshit? Selbstverliebter Scheißklempner. Bist du noch stolz auf deinen dreckigen Beruf? Was ist das denn da? LOL, ein Geldsack. Und die Unterdrückung der Frauen? Autsch. Ich bin gerade breitbeinig in eine... Kreissäge gesprungen. Das ist nicht so clever. Outlast. Outlast. Whistleblower. Was ist das für ein Scheiß? Hier? Was ist das für ein Dreck? We could have been beautiful. Ja, was ist das denn hier? Der Eichelpeter, ey. So. Einfach nur der fucking Eichelpeter. LOL! Uff. Ist nicht dein Ernst. Geil. Aber voll doof. Ich muss auch persönlich sagen, ich fand Eichelpeter war auch der Schlimmste. Der Typ, der dich zur Frau nehmen wollte. Ja, ja. Der war echt total krank. Weißt du, an Jacqueline hast du dich irgendwann gewöhnt. Ja. Und der Doktor war ja nur kurz da.
Weil der eine Doktor, der die Finger abschneidet, ist auch eine Nummer für sich. Der ist auch krass. Okay. Gut aus. Leute, wie man Hasenohren kriegt, damit man den Checkpoint aktivieren kann. Oh, hier ist eine Schildkröte. Bau dich doch, den Checkpoint zu aktivieren. Da unten sind Spikes. Nett. Nettes Spiel. Macht mir Spaß. Nicht! Ja, hast du dir schon das Material zu Outlast 2 von der Demo angeguckt? Ja. Verstörend, oder? Mega krass. Wieder geschrieben. Also das Schlimmste an der Demo finde ich einfach am Anfang, der Typ, der rückwärts ins Maisfeld geht. Yo, als ich den gesehen habe, ich dachte auch so, ich sterbe. Echt, ich habe echt einen Schlag gekriegt, ey. Das war so krank. Ja, Albträume bei. Ja, also da haben sie sich, also ich glaube, das wird nochmal eine extremste Steigerung zu Whistleblower. Das Einzige, was mich halt mega irritiert hat, war zum Beispiel auch dieses wechselnde Level-Design. Weißt du, was ich meine? Ja, bist du irgendwo in der Walachei, dann bist du in der Schule, dann bist du in einem Maisfeld. Ja, ob das irgendwelche Psycho-Dinger sind oder irgendwas, was da passiert. Das habe ich mich auch gefragt, aber das hat die Demo richtig gut gemacht. Da wird dir ja nichts verraten. Ja. Das mit der Schule fand ich auch schon krass, ey. Ja, in der Schule dachte ich auch so, dieses eine Vieh, was da aufgetaucht ist. Ich dachte nur so... Das wirkt auch irgendwie so, als würde er seine Kindheit oder sowas dadurch leben, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie irgendwas ist von wegen, der Typ ist jetzt da und an ihm wird irgendein Ritual durchgeführt und er ist Teil davon oder sowas. Ich weiß es nicht, aber ich muss echt sagen, ich bin mega hyped. Freue mich schon richtig. Das klingt nach einem Let's Play, Ryo, wa? Ich muss auch noch immer noch Outlast 1 mal Let's Playen, aber ich hab das ja immer noch nicht. Komm die dazu, mir dazu holen. Schäm dich. Ja, ich weiß. Könnte es mir holen, aber auf meinem Drecks-PC läuft das nicht. Gibt's ja zum Glück für die PS4. So, ja, die habe ich nicht. Lasten. Ich habe eine PS2. Wow. Aber ob es dafür auch Outlast gibt. Ja, genau. Ich frage mal nach. Können Sie mir Outlast, können Sie nicht eine Ausnahme machen? Ich. Ja, okay, hier. Was? Wir haben es noch gerade da. Was? Ja, einen haben wir noch. Was? Lüg nicht. Wir lügen nicht. Und doch. Und was ja auch momentan rausgekommen ist, Dead by Daylight. Das ja, Alter. Ich könnte es nicht spielen. Ich könnte es nicht spielen. Und wenn, dann nur als Mörder, nicht das als Überlebender. Das ist so krass. Ich gehe jetzt mal da lang. Wer ist denn da der Endgegner im Mario Land? Wario ist hier der Endgegner. Aha. Wario hat dir dein Schloss weggenommen. Du musst es dir zurückholen. Ja, aber der soll ja dann noch im Schloss der Bossgegner sein. Wieso ist der dann in der Mario-Zone der Endgegner? LOL! Da ist nicht Wario, der Kanonenkugeln auf mich schießt. Willst du mich verarschen? In der Mario-Zone ist nicht Wario, der Endboss. Das habe ich doch gerade gefragt. Wer ist denn in der Mario-Zone der Boss? So, die drei kleinen Schweinchen. Die bei ihm im Kopf wohnen, oder was? Wahrscheinlich. Erstmal durch Spikes gerannt. Kann die Sprünge so schlecht abtimen, Alter. Nein! Du hässlicher Hugo, so Dumba! Was ist das für eine Scheiße? Oh, sag mir nicht, dass ich hier in so einem Dreckslabyrinth feststecke, ey. Ja, tu ich. Ja, jetzt kann ich die Island spielen. Na! Das ist doch so unfair, ich hab die Spikes nicht gesehen! Mag ich nicht mehr, ey. Das ist so scheiße, das Game. Ich komm gleich wieder. Lol, was? Ryu verlässt während einer Challenge, die wirklich nicht lange geht, seinen Platz. Ist das schon Resignation? Ich will auch meine davon! Wahrscheinlich. Der darf gar nicht wissen, dass ich schon 5 Dinger habe. Aber wie gesagt, Leute, das wird kein langes Projekt werden. Gehe ich mal von aus. Da muss der Ausgang sein. Das Level ist ja auch wirklich kurz. Oh, voll in den Spike rein. Jetzt ist er gestorben wahrscheinlich. Ja, die Glocke des... Oh, ich habe das Fenster zugemacht, damit ich richtig abgehen kann. Nein, ich habe nichts erwischt. Ich bin in einem Wal drin. Eiskalt von Zelda geklaut. Ja. Oracle of Ages lässt grüßen.
Hurricane.